Hallo Leute, Svatika! Herzlich willkommen! Heute bin ich in Koh Phuket gelandet, Leute. Im letzten Video, da war ich noch in Chiang Mai im Norden von Thailand gewesen. Jetzt sind wir hier runtergeflogen nach Trat und von Trat Airport dann am. Hallo! Seht ihr, das ist so schön an solch einem Ort, das habe ich jetzt auch in den letzten Tagen festgestellt, ne? Dass viele Menschen, gerade Westler, Europäer, sind an solch einem Ort, werden sie auf einmal total entspannt. Naja, was heißt auf einmal? Das ist klar, man ist hier im Urlaub, aber es freut mich so zu spüren, diese Vibes, wie die Menschen hier auf einmal das Kind in sich wieder entdecken, wie viele ältere Menschen ich hier schon gesehen habe, die im Wasser gespielt haben wie kleine Kinder, wie auf einmal viele Westler total locker werden, hier komplett mit dem Insel-Vibe mitgehen, das freut mich von ganzem Herzen. Und ich merke das ja auch bei mir selber, weil hallo, es ist so oft im Alltag zu Hause, man hat den Kopf voll, man ist im Stress, man steht unter Druck, unter Wettbewerb, gell? Und dann tut es mal so gut, mal an so einem Ort zu sein. Das ist wie, ich habe mal gelesen, oder ihr kennt es ja auch, bei elektronischen Geräten, wenn es nicht mehr funktioniert, dann macht man das Gerät komplett aus, macht es wieder an und dann funktioniert es wieder 1A. Und genauso ist es auch bei uns Menschen, gell? Manchmal muss man einfach mal komplett alles ausmachen, runterfahren. Danach kann man es wieder anmachen und dann funktionieren wir wieder 1A. Und es ist ja auch einfach so wichtig, das habe ich jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder festgestellt, dass man auf sich selbst achtet, dass man darauf achtet, dass die eigene Tankstelle gut gefüllt ist, weil wenn man wirklich selber genug Energie hat, dann kann man die auch mit vollem Herzen in anderen teilen und dann kann man sich viel besser noch um seine Liebsten kümmern, als wenn man mit halber Energie fährt und das dann vielleicht nur halbherzig macht, ne? Deswegen, Selbstliebe kommt zuerst. Und dann könnt ihr mit vollem Herzen, mit voller Freude anderen genauso die Liebe spenden. Und ja, jetzt bin ich voll abgeschweift. Eigentlich wollte ich euch ein bisschen was hier von der Insel erzählen. Jetzt haben wir wieder philosophiert, gell? Aber das wird jetzt eh kein besonders sinnvolles Video. Ich wollte euch einfach nur mal zeigen, wie wunderschön es hier auf Koh Phuket ist. Ich bin hier in meinem Lieblingsstrandabschnitt. Wir haben 2:30 Uhr. Die Sonne burnt ohne Ende, Leute. 2:30 Uhr. Es ist total heiß, aber es weht wunderbar schöner Wind. Und dadurch ist die Hitze überhaupt nicht schlimm. Und ich bin gerade von da drüben, von da, von dem Steg da hinten, bin ich jetzt hierher spaziert. Denn direkt hier ist so ein Strand. Bar und Restaurant. Guck mal, wunderschön. Palmen. Ich liebe Palmen. Daran kann ich mich nie satt sehen. Da ist dieser Strand, Bar und Restaurant. Und da wollte ich euch zeigen, weil das fand ich so cool. Ich drehe mal kurz die Kamera zu mir. Und ich weiß, ich mache noch ein ausführlicheres Video über Koh Phuket, versprochen, wo ihr nicht nur mich hier die ganze Zeit im Michael Jackson-Look seht. Das kommt alles noch. Ich wollte euch heute nämlich erstmal zeigen, was ich mega cool finde und das liebe ich an Thailand. Da bin ich so stolz drauf und ich bin mir sicher, die meisten von euch werden auch genauso diese Erfahrungen gemacht haben. Ich habe hier Essen bestellt und zwar Pad Siew Pak. Pad Siew Pak ist am Pad Siew vegetarisch und Pad Siew ist, Moment, ich klappe die Kamera um, Pad Siew ist hier gebratene, große, breite Reisnudeln in dunkler Sojasauce mit Kanar. Kanar ist asiatischer Brokkoli. Das schmeckt so schön süßlich, knackig. Das ist noch viel leckerer als der normale europäische Brokkoli, finde ich. Genauso wie Bananen. Thailändische Mini-Bananen sind so lecker. Viel leckerer als die normalen großen Bananen. Und dann hier mit Karotten, mit Babymais. Ich liebe Babymais. Und das hier, Leute, kostet 100 Baht. Also ungefähr 3,20 Euro, 3,50 Euro.
mit diesem wunderbaren Blick hier auf dem Meer, direkt hier am Strand. Wisst ihr, normalerweise müsste man aufpassen, dass man nicht hier Touri oder Strandpreise bezahlt, aber nicht in Thailand. Ey, 100 Baht, 3,20 Euro, 3,50 Euro mit diesem Blick ist es ja wohl der Hammer, oder? Weil, ihr wisst Bescheid, hallo, wie oft zahlt man in Deutschland für Currywurst am Hauptbahnhof schon 5 oder 6 Euro? Nee, hier in Thailand 3,20 Euro, 3,50 Euro für wunderbares Pad See Eu und diesen wunderschönen Blick auf dieses Tropical Paradise Island. Und Leute, ich sehe gerade, meine Batterie ist gleich leer. Ich mache Schluss mit dem, ja, sinnlosen, aber hoffentlich trotzdem schönen Video für euch. Ich hoffe, dass ihr das Gefühl habt, mit mir hier dabei zu sein. Ich sende euch ganz viele liebe Grüße, ganz viel Sonnenschein, fange ich ein, sende es an euch. Ich hab euch lieb, drücke euch ganz fest und mache bald ein ausführliches, schönes Gokgut-Video. Das werde ich wahrscheinlich dann in Deutschland